Na, schauen wir mal. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Und was willst du mir damit sagen, dass ich keinen Tod... als was Unnützes stehen lassen soll? Noch ein bisschen makaber. So nach dem Motto, du bist für einen guten Zweck gestorben. Ich liebe ja Schneekugeln. Schneller, wenn ich hier ein bisschen rumflitze. Ja, an meiner Präzision muss ich noch ein bisschen arbeiten. Und ich muss zugeben, ich krieg langsam Hunger. Liegt vielleicht daran, dass es schon irgendwie 3 Uhr ist und ich noch nicht gefrühstückt habe, aber wir wollen ja nicht mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten uns aufhalten. Ne? So, dann nehmen wir den goldenen Zahn da hinten noch mit. 209 Zähne habe ich schon. Hier sieht so auch nach Kampf aus. Leidender Verfall. Okay, wo wir jetzt schon bei Metaphern waren, ist das schon so ein bisschen so nach dem Motto, dass das Schlechte dadurch verursacht wird, dass ich leide. Das heißt, wenn ich aufhören würde zu leiden, würde es der Welt besser gehen. Aber vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen zu mit davor eingestellt. Ah! Ups. Hier. Blöden Glubschis. Wozu ist der denn da? Sah schon so verdächtig aus. Eine Flasche. Zähne. Außerdem sammle ich eh gerne. Das sind noch 2 goldene. Okay. Oh, darf ich eine mal sehen. Lauf, Alice, lauf. Schlüsselloch und hier geht's weiter in den Tod. Na, herzliches Beileid. Mal hier hinten. Da ist nichts. Okay, da drüben ist eine Erinnerung. Da will ich auf jeden Fall hin. Wieso falle ich denn hier runter? Kein Kopf. Was war das denn für eine beknackte Aktion von mir? Weiß ich nicht.
dann nochmal besiegen? Ich meine, stören tut es mich jetzt nicht so, weil die sind noch nicht so schwer. Aber so für die Zukunft wäre das ja mal nett zu erfahren. Wie soll ich denn da rüberkommen? Achso, da ist noch eine Plattform dazwischen. War ja einfach. Per Eisenbahn quer durchs Wunderland klingt reizvoll, aber auch ineffizient. Eher nach Schneckenexpress als nach Dampfross. Wäre besser, diesen Zug zu vergessen. Ein Schildkrötensuppe Rich als Lokführer? Oh nein, das passt nicht. Wir sind im Wunderland. Im Wunderland ist alles möglich. Aber wie komme ich denn wieder zurück? Ja. Habe ich die Erinnerung jetzt? Oder habe ich sie nicht? Ich wusste gerade echt nicht, wie ich zurückkomme. Naja, mal gucken. Ich schaue gleich mal nach. Sieht so aus, ne? Als hätte ich die gehabt.
kriege ich das? Sag mir bitte jemand, wie ich mein Messer zurückbekomme. Damit auch nicht. Jetzt, Gott sei Dank. Kann es nämlich überhaupt nicht haben. Wie ist die Zeilen? Lies diese Zeilen, als hinge dein Leben davon ab. Das tut es nämlich. Sammle diese weißen Weißer, um deine Begegnung mit den weißen Fertigen hinauszuschieben. Meine Freunde können die Hauerchen gut gebrauchen und du erweiterst deine Waffenmöglichkeiten. Das hat mich jetzt gerade echt aufgeregt, dass ich nicht zurück zu meinem Messer kam. Sowas kann ich nämlich nicht leiden und sowas sehe ich dann als Bug, auch wenn es Unvermögen meiner Seite ist. Mechanische Fehlfunktionen. Dieses Desaster ist entweder sein Werk oder sein Untergang. So, dann nehmen wir hier die Flasche mit. Nee, ich muss sagen, was nervt. Weil ich wollte das Messer. Ich weiß nicht, wie man danach da umschaltet. Muss ich mal gucken. Vielleicht gibt es da eine Tastaturbelegung oder so. Ich will nur gucken, ob ich was übersehe. Ja. Gut, hüpfen können wir auch nicht, aber nein, das hat mich gerade echt aufgeregt. Das fand ich gerade echt scheiße, dass ich nicht zu meinem Messer zurückkam. Naja, mal gucken. Ansonsten finde ich es jetzt eigentlich nicht so schlecht, das Spiel. Und dieses Kind, was ist das?